Heute stelle ich ein ungewöhnliches Buch vor, Der Gesang der Fledermäuse von Olga Tokarczuk. Schon der Titel ist ungewöhnlich für einen Kriminalroman, aber ziemlich passend, weil die Hauptrolle in diesem Kriminalroman teilen sich Tiere und Menschen. Spielen tut das Buch in einem kleinen polnischen Dorf, mitten in einem großen Wald, sehr naturnah, sehr naturverbunden. Menschliche Hauptrolle spielt eine alte Frau, ein bisschen Modell Sonderling, Eigenbrötlerin, aber dabei sehr sympathisch. Diese alte Frau hat ein sehr waches Auge für die Natur, für ihre Umwelt. So ist es auch sie, die zwei tote Männer im Verlauf von wenigen Tagen findet. Für sie ist ziemlich schnell klar, Hauptverdächtige sind Tiere. Sie als Einzige sieht auch Spuren, findet Fährten, die darauf hindeuten, dass Tiere sich an diesen beiden bösen Männern gerecht haben. Beide Männer, so unterschiedlich sie auch in dem Dorf verankert sind, haben sich saumäßig den Tieren gegenüber verhalten. Von daher ist es für diese alte Frau ziemlich klar, dass die Tiere sich gerecht haben. Eine ganz feine Note hat der Roman durch die Übersetzung, durch die Sprache von Doreen Daume bekommen. Es ist ihr gelungen, dieser alten Frau eine eigene Stimme zu geben, einen eigenen Tonfall zu geben, ihre Gedanken betreffend, aber genauso auch, wie diese Frau tatsächlich spricht, wie sie sich unterhält. Und das ist, da ich das polnische Original ja nicht lesen kann, ganz wichtig und verfestigt meinen tollen Eindruck von diesem Roman. Die Außenseiterrolle dieser alten Frau ist der Punkt, der stärkste Punkt, mit dem der Roman steht und fällt. Ich finde es total gelungen dargestellt, weil diese Frau glaubwürdig Außenseiterin ist, weil ihr einige Menschen einfach zu blöd sind, genau wie sie ihr auch zu böse sind. Deswegen auch diese Naturverbundenheit, diese Nähe zu den Tieren. Sie ist in Teilen ein bisschen skurril, eigenartige Vorlieben, zumindest für die heutige Zeit. Sie übersetzt alte englische Lyrik von William Blake ins Polnische. Das aber nur so, verlegt wird es eh nicht. Das ist ein Charakter, wie man ihn selten findet in Büchern. Ich finde es auch sehr mutig, das so darzustellen. Es ist total gelungen und ich wünsche, dass dieses Buch von ganz, ganz vielen Menschen gelesen wird.